Hallo an alle guten Leute auf diesem Planeten. Für euch habe ich ein neues Video-Equipment gekauft und ich zeige euch heute mal, wie ich meine Esel behandle. Ich hoffe, ihr werdet das genießen. Wir fahren mit einer kleinen 125er runter zum Fluss, wo die Esel in Freiheit leben. Und dann werden wir die Esel dort suchen. Ich habe mich ein bisschen verlaufen, das ist ganz lustig. Und ja, zum Schluss, dann sehen wir die lieben Esel. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ja, hallo, guten Morgen. Jetzt fahren wir die Esel suchen und ich bin mal gespannt, wie die Aufnahme wird. Wir verlassen unser Grundstück und wir haben einen sehr schönen Morgen. Die Esel waren die ganze Nacht draußen im Wald und mal schauen, wo wir sie gleich finden. Ja, ich liebe es, schon am frühen Morgen unterwegs zu sein. Dann ist das Licht immer besonders schön. Und auch die Luft ist sehr gut. Auf der rechten Seite sehen wir den zweithöchsten Berg und hinter uns ist der höchste Berg der Algarve. Der zweithöchste Berg heißt Picota und ist eigentlich der schönste. Und der höchste Berg heißt der Foja. Und auf dem Foja kann man sogar mit dem Auto hochfahren bis zur Spitze. Und von dort aus hat man eine 360-Grad-Aussicht. Und man kann sogar die Westküste sehen. Und bei gutem Wetter bis nach Spanien. Ja, man sieht hier, es ist ein bisschen wild, aber ich liebe es. Wir fahren jetzt runter zum Monchique-Fluss.
Und da gibt es noch schöne grüne Wiesen. Wir sind hier in einer riesigen Eukalyptusplantage. Leider ist fast ganz Portugal mit Eukalyptusplantagen ruiniert. In meinen Augen ist es absolut kriminell, weil das die Natur total zerstört. Aber es hat auch einen Vorteil. Und zwar kann man hier mit kaum noch irgendwelchen Tieren leben, weil sie nichts zu fressen finden. Aber Esel fressen fast alles und können fast überall überleben. Und dieses Gebiet hier ist total verlassen und es stört niemanden, dass die Esel hier sind. Oh, hier ist der Monchique-Fluss. Im Moment ist er sauber. Ja, und hier sind die Esel, irgendwo da hinten. Wir werden sie gleich suchen gehen.